Mundologia bedeutet Weltkenntnis und unter diesem Motto versuchen wir jedes Jahr aus neue spannende Referenten einzuladen, Abenteurer, Fotojournalisten, die, und das ist der Unterschied zum Kino, Fernsehen, live auf der Bühne, von ihren Erlebnissen berichten sollen. Wir machen sowohl das große Mundologia Festival, was das größte ist in Deutschland, findet immer im Konzerthaus statt. Dort präsentieren wir an 2,5 Tagen 16 Reportagen, gibt es auch eine große Foto- und Reisemesse, gibt Fotoausstellungen, Workshops, Seminare. Aber darüber hinaus haben wir auch die Mundologia-Reihe in Freiburg, die von Ende Oktober bis Mitte März, also morgen ist der letzte Spieltag, stattfindet. Heute ist Kuba, mein absolutes Lieblingsthema, Dauerthema. Seit 16 Jahren reise ich nach Kuba. Kuba ist gegenwärtig, glaube ich, auch, hat noch nie so einen Boom und einen Hype erlebt. Alle wollen nach Kuba, so hat man das Gefühl. Und ich werde heute meinen neuen Kuba-Vortrag zeigen, Kuba zwischen Traum und Wirklichkeit. Ich reise jetzt eben morgen zum 42. Mal nach Kuba und klar, es gibt ganz viele Dinge, die klassischen, die man kennt. Es ist natürlich das angenehme Klima, die Strände, die Zigarren, die Musik, die alte Charme, die Geschichte, der Sozialismus, der immer noch ein bisschen vorherrscht. Aber für mich sind es eigentlich die Menschen. Und Kuba hat da einfach einen besonderen Menschenschlag hervorgebracht, die sehr lebensfroh sind, trotz der schwierigen Lebenssituation. Und ich habe natürlich in der Zwischenzeit sehr viele Freundschaften aufgebaut, vielleicht sogar fast schon mehr wie hier in Deutschland. Und ich freue mich immer wieder nach Kuba aufzubrechen, um die Menschen wieder zu besuchen, aber auch neue Dinge zu entdecken, zu erleben, zu fotografieren.